Leute, heute wird es wirklich heftig, denn ich öffne eine der krassesten Reihen, die in den letzten Jahren überhaupt erschienen ist. Hey yo, was geht ab meine Zuschauer und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir switchen die Perspektive. Wir haben hier heute ein Set, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es auf diesem Kanal nochmal öffnen werde. Evolving Skies, aka Drachenwandel. Und wir haben nicht nur einen Booster, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück in englischer Sprache, die ich mir vor kurzem im Internet bestellt habe. Ironischerweise, am Tag, wo ich das hier aufnehme, oder am Vortag von dem, wo ich das hier aufnehme, hat Zero of Time ebenfalls einen Stream gemacht, wo er viel Drachenwandel aufgemacht hat. Und Leute, für die Leute, die dieses Set nicht mehr mitgekriegt haben, möchte ich einmal ganz kurz erzählen, die Zeit nehme ich mir, warum dieses Set so krass ist. Als es damals angekündigt wurde, gab es auf dem japanischen Markt ein Set namens Eevee Heroes, das von vielen Evolutions Altart-Karten mit drin hatte, die wirklich sehr, sehr krass begehrt waren. Das sage ich einfach, wie es ist. Und das mit Abstand krasseste und mit Abstand wertvollste Set des gesamten Schwert- und Schildzyklus. Ich kenne Leute, die davon ein Master-Set haben. Ein Traum, den ich selber leider nie erfüllen konnte. Ich habe damals mehr als 6 Displays von diesem Set aufgemacht, was wirklich krass viel ist. Und trotzdem macht es mir immer noch Spaß, Geld dafür auszugeben. Und ein letztes Mal steht im Titel, nehmt es nicht ganz so ernst. Vielleicht ist irgendwann bei einer Mystery Box oder so nochmal wieder ein Booster dabei. Wir gehen rein. 8 Booster. Ich sag's euch, lasst auf die 8 Booster einen nice Hit kommen und ich bin schon zufrieden. Heute geht es hier nicht darum, die krasseste Karte überhaupt zu ziehen. Heute geht es darum... Oh, okay. Ich wollte einmal kurz gucken, wie das mit den Codes ist. Hat mich direkt spoilen lassen, wenn mein Black Code. Das muss aber nichts heißen. Das könnte auch eine Holo-Karte sein. Wie gesagt, heute geht es nicht darum, hier die krasseste Karte rauszuziehen. Heute geht es wirklich darum, ein allerletztes Mal Spaß mit diesem Set zu haben. Wir haben First Pack Magic mit einer Wasserenergie. Wir haben Duodino. Oh Gott, das weiß ich nicht mehr, wie die auf Deutsch heißt. Wir haben die Nachahmerin, Nocturne, Datiri, Tentacha, Pikachu, wir haben Samurzel, das Glückseis, wer weiß, vielleicht wirkt es ja. Und dahinter haben wir ein Loserdin in Holo. Okay, das ist jetzt etwas komisch, weil wir einen Black Code hatten und trotzdem keinen Hit. Da hat uns das erste Booster gleich so ein kleines bisschen getrollt. Wenn ihr übrigens neu seid auf diesem Kanal, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content. Wir sind kurz davor, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Und Leute, dieses Jahr wird es erreicht. Wir haben das zweite Booster mit, ja, ich würde doch sagen, meinem Favorite Artwork. Wundert euch übrigens nicht, warum ich heute ein bisschen langsamer mache, weil ein Set wie Drachenwandel muss man meiner Meinung nach wirklich genießen und man muss sich nicht spoilen. Ich würde mal sagen, wir machen den Kartentrick. Wie gesagt, lass mich ein Hit rausziehen und ich bin schon absolut zufrieden und glücklich. Wir machen mal ein Ihr seht es zuerst Pack. So. Wenn jetzt da eine krasse Karte gewesen ist, holla die Waldfee, dann seid ihr jetzt gehypt und ich noch nicht. Wir haben eine Unlichtenergie, passend zu der Chase-Karte schlechthin aus diesem Set. Ich werde mal hier Platz machen und sie euch hier mal einblenden an dieser Stelle. Wir haben ein Kubuin. Den weiß ich auch nicht mehr. Das ist schon so lange her. Das Set wird jetzt 3 Jahre alt dieses Jahr. Wir haben Hypno. Auch sehr schön Hypno in der Russenhocke. Wir haben Irbis, ist das glaube ich. Kanivanha. Datiri. Kotomi. Oder Cortini und Kotomi ist die Weiterentwicklung.
Wir haben Zorro-Keks, dann haben wir Bummels und vielleicht der erste Hit ist... Wir haben für die Nacharbeitart! Jawoll! Ja! Drachenwandel, ich liebe dich! Yes! Die geht zur PSA, aber sowas von... Ich hab sie zwar schon auch gegradet, aber trotzdem. Wie geil, ey. Nicht eine Beschädigung. Centering sieht super aus. Na gut, Rückseite eher geht so beim Centering. Aber ey, Drachenwandel hat's wirklich getan. Drachenwandel hat mir einen allerletzten Big Pull gegönnt. Und das ist damit auch die Altart, die ich am häufigsten gezogen habe. Dreimal jetzt. Oh mein Gott! Yes! Ey, ganz ehrlich, die letzten 6 Booster, die können jetzt komplett, die können kompletter Müll sein, ist mir völlig egal. Ich habe es geschafft, meinen Abschluss mit Drachenwandel zu finden. Oh mein Gott! Ey, jedes Jahr, wenn ich mein Best-of am Ende des Jahres mache, jedes Jahr ist Drachenwandel dabei und 2024 schafft es ein letztes Mal, dass Drachenwandel mit dabei ist. Oh mein Gott. Felinara, wie alt, ey. Wie wahrscheinlich war das, Leute? Wie wahrscheinlich war das, bitte? In 8 Random Booster eine Altart drin zu ziehen. Also versteht mich jetzt falsch, sowas wie die Chase-Karte Nummer 1 wäre natürlich noch krasser gewesen, so. Aber... ist egal. Ist egal. Wir haben eine Energiekarte. Die Aroma Lady. Auch sehr schön, habe ich in Full Art und Rainbow gezogen. Sonne und Mond Patch oder Mondsonnen Patch, glaube ich. Die Flugrolle. Hopspross. Wohin genau? Kiesling, Wablu, Zorua, noch nicht in der Hisui-Form. Ich meine, das schwarze Zorua wird so ein bisschen vergessen, weil ich finde das weiße schon cool, aber das schwarze hat auch was. Wir haben, oh Gott, Geschenkband, glaube ich, keine Ahnung, nagelt mich nicht drauf fest. Und dahinter haben wir ein Stoutland aka Bisbark in Non-Holo. Ich sag's euch, Leute, ich habe jetzt hier noch 5 Booster. In diesen 5 Booster muss gar nichts mehr drin sein. Denn mit diesem Hit, der auch meine erste Secret Rare war, die ich je als Drachenwandel gezogen habe. Was, ey? Was zur Hölle? Ihr werdet ja den Preis... werdet ihr eingeblendet gesehen haben. War das nicht sogar ein, ihr seht es zuerst Pack? Muss ich nachher später im Schnitt gucken. Hab ich jetzt komplett gerade vergessen. Wir machen mal ein No-Reaction-Pack, schalten die Emotionen aus. Stahlenergie, Spielzeugfänger, Hippoterus, Entoron, Samozil, Yorkleff, Kindwurm, ich muss immer so ein bisschen überlegen mit den englischen Namen, Leufeo, wir haben Lurturzel, Zorak als Reverse Rare und Gyarados VMAX. Sehr nice, ist ein guter Hit. Schön. Ist ein wirklich schöner Hit, Leute. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krass reagiert habe. Das war dann anders, als ich in dem Livestream das Windewoge gezogen habe. Und Felinara wie alternativ. Es ist krank, Leute. Es ist wirklich krank. Wir haben noch 4 Booster. Wir haben das Duraludon Artwork.
Wir haben eine Altart aus Drachenwandel gezogen. Überlegt euch das einfach mal, wie krass das dieses Jahr ist. Ich aus Versehen eine Karte zu viel abgezogen. 1, 2, 3, 4. Wir machen gleich nochmal ein Ihr seht es zuerst Pack mit dem nächsten, aber nicht mit diesem. Müssen wir mal entspannen. Ich bin schon voll nervös. Ich glaube, zittern sieht man vielleicht nicht, aber ich bin mega nervös gerade. Ich war lange nicht mehr so nervös bei einem Pokémon-Karten-Opening. Blattenergie. Lombrero. Glückseis. Es hat gewirkt. Ich bin absolut jetzt schon mega zufrieden. Aerokex. Kiesling. Hopspross. Wablu. Zoroa. Frigonometrie. Ja, es heißt eigentlich Frigometrie, aber ich spreche es mit Absicht falsch aus. Wir haben Datiri. Und dahinter Inteleon Shiny Gold! Was? 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 Das gibt's doch nicht! 8 Random Booster, 2 Secret Rares! Was ist hier los? Falls hier versteckte Kamera ist, ihr könnt jetzt rauskommen! Nee! Ich hatte 36er Displays, die schlechter sind, die schlechter waren als diese 8 Random Booster. Oh mein Gott! Ich muss jetzt einmal kurz die Geschichte erzählen mit den Goldkarten. Als Drachenwandel damals rausgekommen ist, habe ich es geschafft, innerhalb von 2 Tagen alle 3 Goldkarten zu zählen, als Gold-Shinies anfangen. Ich habe erst Cresselia gezogen, dann, was ist das dritte, ich weiß es nicht mehr, ich werde es hier irgendwo einfügen, das habe ich dann noch am selben Tag in einem weiteren Opening gezogen, was ich da aufgenommen habe. Und Inteleon einen Tag später, beim Boxbreak vom guten Protag, Grüße gehen raus, was zur Hölle? Wir wollten noch ein Ihr seht es zuerst Pack machen, Leute. 8 Booster Drachenwandel, 2 Secret Rares. Wer zur Hölle rechnet denn damit? 1, 2, 3, 4. So. First, ihr seht es zuerst. Drachenwandel, mach entspannt. Pflanzenenergie, Bundlebee, Arctilas. Wieder dieses Geschenkband, nagelt mich nicht drauf fest, wenn es nicht richtig ist. Oh, die Vorentwicklung von Arctilas, das weiß ich nicht genau. Carnivanhaar, Emolga, Bummels, Hopspross, Lombrero und noch ein Wolverock V-Max. Ey. Sehr schöne Tauschkarte. Auch das Garados. Sehr schöne Tauschkarte für meinen Geschmack. Vorletztes Pack. Also ganz ehrlich, ich wusste ja, dass meine Booster heute da sind, als ich auf dem Weg nach Hause war. Und ich habe gedacht, ja, es wäre cool, nochmal eine geile Karte zu ziehen, so eine Full Art. Und ich wollte halt nicht zu gierig sein, aber dass ich dann gleich 2 Secret Rares aus 8 Random Boosters ziehe, damit hätte ich nicht gerechnet. Kampfenergie. Ja, weiß ich nicht. Die Bissdrachenrolle. Fletiamo, Frigonometrie, Kleptifuchs, Orkastellied, Litomid, Geronimatz, Wohin genau, Zubiris,
Und ein praller Witz. Last Pack Magic. Wir haben Drachenwandel. Und wir haben das nach Terra Artwork. Ich mach noch Last Pack Magic. Finde ich nicht gut. Ihr seht es zuerst Pack zu machen, aber wir machen das jetzt einmal trotzdem. So. Es reicht, Drachenwandel. Du hast heute mehr als genug geleistet. Es muss nichts mehr sein. Unlichtenergie. Mebrana. Castellit jetzt diesmal. Mondsonnenpatch. Hopfsprosse doppelt sich auch. Hier seht ihr das. Die Karte hat hier oben so Beschädigung. Das finde ich nicht so geil. Nocturn. Datiri. Tentacha. Pikachu. Schöne Pikachu-Karte. Hippoteros. Und wir haben noch ein Regilecki in Holo. Was zur verbiebten Hölle war das für ein Opening? Hier, gebt einen Daumen hoch. Kostenloses Abo. Ich bin raus.